Gute. Adi, Schatz. Alles Gute. Mach mal heute die 13 auf. Alte Manschette. Wo ist denn die 13? Die 13 ist da. Da ist die 13. So, mach mal das Tütchen an. Vom Adi, Schatz. Vom Adi, Schatz. Nimm dir noch einen Brocken, leg dir den Rest dahin, mein Freund der Sonne. Ja, Mann, Kurs. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Adi und der Bier-Adventskalender von Kalea in der internationalen Edition. Zuerst aber wieder zu Pupsis Türchen und das zweite Mal schon, dass der Spruch auf dem Türchen nicht zum Inhalt passt. Das Produkt später aber auftaucht in einem anderen Türchen wahrscheinlich, denn hier steht, pass auf. Fruchtig lecker, süß und bunt, steckt dir ein Bärchen in den Mund. Und was ist natürlich dann drin? Was erwartet man? Gummibärchen? Ostseesalz, das ist richtig ideal. Ein Sack voll Ostseesalz in dem Türchen mit dem Bärchen. Also da hat Pupsi auch gesagt, da müssen sie aber noch dran arbeiten. Ihr habt vielleicht jetzt schon das Bier gesehen, was in dem Kalender ist, im heutigen 13. Türchen. Und eigentlich müsste ich ja traurig sein, weil es ist wieder kein neues Bier. Es ist wieder ein Bier, was ich schon kenne und was es bei uns auch ganz normal im Lidl zu kaufen gibt. In Dosen vor allem. Irgendwie freue ich mich aber trotzdem über dieses Bier, denn in der Flasche habe ich es noch nicht gesehen. Und das weckt Erinnerungen an die goldene Meile. Denn immer, wenn man irgendwo war, habe ich gesagt, Kurs, Kurs. Wir haben noch einen Kurs. Guckt euch das Kurs an. Bonusbier Kurs. Da steht Cold Esse Rockies Kurs. Ich weiß nicht mal, ob man das so ausspricht. Es hat einen silbernen Kronkorken. Hier ist auch dazu Silber, sieht aus wie Cap, ja, das Cola-Bier, Kors. Es ist aber ein normales Bier, wo das Etikett hier auch so eine schöne Berglandschaft dann abbildet. Das ist eigentlich sehr edel, trotzdem irgendwie schlicht gehalten. Mir gefällt es an sich ganz gut, ist aber trotzdem jetzt nicht so spektakulär. Von mir kriegt das 3 von 5 fürs Etikett, hat auch nur 4% voll und ist brewed in the UK. Bei Molson Coors. Also es ist ein UK-Bier, United Kingdom, also ein englisches Bier, ein englisches, britisches Bier von der Insel. Coors von der Meile, jetzt zurück als Flasche. 3 Punkte fürs Etikett. Wir machen es mal auf, gucken mal rein, wie die Farb aussieht, denn wenn wir es nur in Dosen hatten, weiß ich ja gar nicht, wie das innen drin aussieht. So, machen wir fürs Thumbnail so. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, gekleckert. Weil der Nachbar mit seinem Hund unten vorbeigehuscht ist und es im Augenwinkel noch gesehen hat, mich das abgelenkt. Und ja, ich sehe auf jeden Fall schon, es ist sehr hell. Oh mein Gott, ich glaube, viele lieben diese Farbe. Und viele würden sagen, das ist richtig goldig, das ist richtig edel, das ist richtig brutal. Mir ist das zu hell. Es perlt auf jeden Fall schön nach oben. Guckt euch das an, wie es perlt. Es perlt, es sind Schaumkrönchen da. Es ist glasklar, sieht wirklich wunderbar aus. Aber es ist halt sehr hell. Mir dann zu hell. Guckt doch mal, wie hell das ist, ne? So hell ist dieses Bier. Das könnte für mich dunkler sein. Dann hätte es mehr Punkte. So. 3? Ich gebe 3 von 5 Punkten. Obwohl es mir zu hell ist, ein bisschen, sieht dieses Helle trotzdem irgendwie gut aus. Und es ist trotzdem glasklar. Es sieht frisch aus, es sieht prickelnd aus. Aber nur 3 Punkte, denn ich brauche was Kräftigeres, was richtig Kräftiges. Kräftigere Biere haben schon nur 4 Punkte bekommen, wo ich gesagt habe, da fehlt mir noch mehr Kraft. Da ist ganz viel Kraft verloren gegangen. Sieht trotzdem lecker aus. 3 von 5 also hier auch für die Farbe. Kommen wir zum Geruch. Hat eine leichte Biernote, ja, also so, es gibt, was ist eine Biernote? Das ist so ein bierigen Geruch halt einfach. Riecht nicht herb, riecht nicht säuerlich, riecht nicht nach nix, riecht aber auch nicht unangenehm.
Also der Geruch ist eigentlich gut. Ich würde für den Geruch 4 von 5 Punkte geben. Der geht voll klar. Du hast was da, das passt. Aber er ist auch trotzdem ein bisschen unscheinbar dann gleich weg. Ich habe beim zweiten, dritten Schnüffeln gemerkt, der Geruch war schon wieder fort. Also das ist, man gewöhnt sich dran. Kommen wir mal zum Geschmack. Dieses leckere Coors. Lässt sich erstmal gut trinken. Wirkt wie ein sehr leichtes Bier. Ist halt von der UK. Hat halt nur 4%. Ist sehr leicht. So leicht wie hell es ist gleichzeitig. Jetzt kommt schon wieder da, Leute. Es lenkt einen alles immer ab. So, also es ist ein leichtes Bier. Ich muss nochmal probieren, blind. Der Geschmack ist wie der Geruch, der geht schnell flöten irgendwie. Du hast dann wirklich eine sehr präsente, wässrige Note mit nur ganz kleinen Biernuancen da. Du hast aber nichts Herbes, du hast nichts Ekliges, du hast nichts Bitteres, du hast nichts... Irgendwie ist das zu wenig. Also es ist ein gutes Bier zum Trinken. So, ich würde auch 3 von 5 geben, weil es ist nicht richtig toll, es ist nicht richtig bäh. Es ist halt, es bewegt sich in der Grauzone irgendwo dazwischen. 3 von 5 kannst du trinken, aber... Und würdest nicht mal wirklich merken, dass du Bier trinkst, sozusagen. Weil man das aber trinken kann, schön als Zelda-Wasser für zwischendurch auf der Meile, ist das super genial. Das war das Coors-Bier aus der UK. Wir sehen uns beim nächsten Türchen Nummer 14. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr das schon mal gesehen? In Dosen, Coors. Gibt sogar, glaube ich, im Kaufland. Im Kaufland und im Lidl? Ich habe immer irgendwo Coors mitgenommen. Auf jeden Fall Kaufland, aber ich glaube Kaufland und Lidl, ja. Ich habe mir noch Lidl gesagt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.